Hallo und herzlich willkommen im grünen Bereich. Seit dem letzten Gartenrundgang im Juni sind tatsächlich schon wieder unglaubliche 6 Wochen vergangen. In der Zeit hat sich ja wieder viel getan. Das Gemüse wächst und wächst immer weiter, zumindest das, was nicht von Raupen gefressen wurde. Denn wir hatten hier in diesem Jahr doch so ziemlich viele Fraßfeinde. Allen voran die Raupen des Kohlweißlings, die haben das Gemüse ein bisschen dezimiert. Aber es heißt ja immer so schön, nur die Harten kommen in den Garten und die, die es bis dahin geschafft haben, die wachsen jetzt eigentlich wieder ein bisschen schneller, als die Raupen sie auffressen können. Und ja, weil es hier mittlerweile jeden Tag wirklich was zu ernten gibt, habe ich gedacht, ich nehme euch mal wirklich mit auf einen Ernterundgang. Habe schon mal mein Erntekörbchen klar gemacht und das werden wir jetzt im Laufe des Rundgangs mal befüllen. Ja, und außerdem ist noch was ganz Tolles passiert in diesem Garten. Wir haben nämlich seit 14 Tagen 4 Hühnermädels hier rumlaufen. Das heißt noch nicht im ganzen Garten. Im Augenblick sind sie noch im Gehege. Aber das soll schon sein, dass sie auch mal den ganzen Garten erkunden dürfen. Ja, und das zeige ich euch jetzt mal. Also kommt mal mit. Bevor wir jetzt aber auf den Rundgang gehen, will ich euch doch noch mal eben was zeigen. So sieht es nämlich aus, wenn die ganzen Fraßfeinde über die Kohljungpflanzen herfallen. An denen haben zunächst mal die Raupen des Kohlweißlings kräftig genagt. Und jetzt habe ich blöderweise noch was Neues entdeckt, nämlich kleine glänzende schwarze Punkte, die jetzt diese runden Löcher da reinfressen in die verbliebenen Blätter. Und dabei handelt es sich wohl um Erdflöhe. Ja, mal sehen, was ich dagegen mache. Die mögen wohl keine Zwiebel- und Knoblauchgewächse, also werde ich es mal mit einer Brühe aus Zwiebeln und Knoblauch versuchen, mit denen ich die Blätter besprühe und ich hoffe, das hilft. Und danach müssen sie natürlich auch mal endlich einen Platz im Beet finden, denn in diesen kleinen Töpfen, in denen die Erde schnell trocken wird, und das mögen die Flöhe wohl besonders gerne, ja, da wird es auch nicht besser mit dem Kohlnachwuchs. Aber ihr werdet ja gleich sehen, so viel Platz im Beet ist noch gar nicht aufgetaucht. Aber vielleicht haben wir ja welchen, wenn wir das Erntekörbchen gefüllt haben. Also, jetzt gehen wir mal los. Fangen wir mal an mit den Freilandgurken, die hier auf unserer Terrasse in Kübeln wachsen. Das sind zum einen links und in der Mitte die Freilandgurke Tanja. Die hat sich wirklich bewährt, ist sehr, sehr lecker und auch sehr ertragreich. Also wir haben davon bestimmt schon 506 Exemplare gegessen. Und rechts daneben, da wächst die Burpless Tasty Green, auch eine gute und ertragreiche Freilandsorte, die hier in Kübeln ganz gut zurechtkommt. Wenn man jetzt ein bisschen genauer rangeht, dann sieht man auch, dass da viele Gurken schon wieder dranhängen. Und das Einzige, wo man jetzt zu dieser Jahreszeit wirklich darauf achten muss, ist ausreichend zu wässern und ja, vor allen Dingen auch immer wieder zu düngen. Denn in den Kübeln sind natürlich nicht so wahnsinnig viele Nährstoffe drin. Und man sieht auch schon, dass die Blätter so ein bisschen blass werden und sich gelblich verfärben. Das ist ein ziemliches Indiz dafür, dass da wieder Nährstoffe fehlen. Ich habe jetzt gestern mal mit organischem Biodünger, mit einem Flüssigdünger gedüngt und habe aber auch schon wieder Brennnesseljauche angesetzt, die dann in rund 10 Tagen fertig sein wird. Und das leben die Gurken wirklich heiß und innig. Jetzt im Sommer passiert es auch leicht, dass Gurken Mehltau bekommen, genauso wie Zucchini-Pflanzen dafür anfällig sind. Und dagegen hilft ganz gut eine Mischung aus Milch und Wasser. Und das ist ja auch was, was man eigentlich immer zur Hand hat. Ich mische das im Verhältnis 1 Teil Milch mit 6 Teilen Wasser und besprühe damit die Blätter, vorzugsweise an einem bedeckten Tag, damit die Sonne nicht gleich wieder so draufprallt. Und wirken tut das so, dass die Enzyme, die in der Milch enthalten sind, letztendlich diese Pilzsporen bekämpfen. So, jetzt aber genug von Pflanzenkrankheiten. Jetzt wollen wir mal mit der Ernte anfangen. So, diese beiden schönen Exemplare habe ich gefunden. Das ist einmal hier die Landgurke Tanja und dieses hier ist die Burpless Tasty Green. Beides, wie gesagt, wirklich gute Sorten fürs Freiland oder auch gerade für Kübel, wenn nicht so viel Platz hat. Also wirklich eine Empfehlung von mir, weil man möchte ja auch, dass der Anbau gelingt, wenn man sich schon ein bisschen Mühe gibt. Und mit diesen beiden Sorten klappt das echt immer wunderbar und die schmecken eben auch sehr, sehr gut und werden heute Abend im Salat landen. So, ich packe die mal in den Korb, stelle fest, ich hätte mit was Leichterem beginnen können, weil das ist jetzt schon, hat schon ein ganz gutes Gewicht, weil die Gurken doch einigermaßen schwer sind. Aber egal, wir wollen das ganze Jahr voll machen möglichst. Also, weiter geht's.
Wo ich aber gerade hier in der Ecke bin, zeige ich euch mal, was sonst noch in Kübeln auf der Terrasse wächst. Das ist hier zum einen eine Aubergine. Die hat am Anfang ein bisschen gekränkelt, hat sich jetzt aber berappelt, wird auch immer fleißig mit Brennnesseljauche und anderem Dünger versorgt. Und wenn man hier so sieht, dann oder genau hinguckt, dann sieht man auch, dass da jetzt mittlerweile sich Früchte ausbilden. Am Anfang hat sie einfach alle Blüten abgeschmissen. Das tut sie jetzt zum Teil immer noch, aber jetzt hängt doch mal so ein paar Auberginen dran. Von zwei anderen Pflanzen haben wir schon fleißig geerntet. Da gehen wir auch gleich nochmal hin. Und ja, bei dieser werden wir wohl noch ein bisschen warten müssen, bis das Ganze erntereif ist. Und hier daneben ist einfach ein bisschen Blumenschmuck und eine schöne große Süßkartoffel. Die habe ich in diesem Jahr auch zum allerersten Mal. Also ich bin gespannt, was da rauskommt. Gewachsen ist sie jedenfalls ganz kräftig und scheint sich hier in dem Kübel auch einigermaßen wohl zu fühlen. Daneben haben wir eine Physalispflanze. Vielleicht erinnert ihr euch, die war beim letzten Mal ja wirklich noch sehr, sehr klein. Die ist jetzt, wenn ich aufstehe, naja, mannshoch noch nicht, aber reicht mir schon weit über den Bauchnabel hinaus. Und wenn man da genau hinschaut, dann haben sich jetzt hier auch schon Blüten gebildet und man kann so die ersten kleinen winzigen Lampignons erkennen und da drin bildet sich ja dann die Frucht aus. Also auch da bin ich gespannt, weil das auch etwas ist, was ich noch nie hatte. Hier hinter der Physalis, da wächst der Wein. Das ist die Sorte Regent, also eine echte Weintraube. Und die hat sich auch wirklich ziemlich gut entwickelt in diesem Jahr. Die sollte nämlich ursprünglich mal nur bis zur Höhe dieses Spaliers wachsen. Und dann war sie so wuchsfreudig und ist einfach weiter in die Höhe geschossen. Und jetzt denke ich, kann sie auch schlicht und ergreifend bis ganz oben an die Pergola wachsen dürfen. Und da werde ich sie dann oben dran langziehen und kann mir dann hoffentlich bald die Trauben in den Mund wachsen lassen. Dies hier sind die beiden anderen Auberginenpflanzen, die ich ja schon erwähnt hatte. Und von denen haben wir tatsächlich schon zwei Auberginen ernten können. Und ich glaube, hier vorne ist eine halbwegs groß genug, dass wir sie gleich mal in das Erntekörbchen tun können. Von den Auberginen gehen wir mal weiter zu den Tomatenpflanzen und zu den Chilis und den Paprikas. Das ist auch ein Gartenbereich, den ich besonders toll finde, weil ich liebe Tomaten. Und wie ihr seht, danken Sie mir, meine Liebe, und wachsen auch ziemlich gut in diesem Jahr. Und ja, wer beim letzten Video schon zugeschaut hat, Tomaten im Juli, der sieht hier vielleicht nochmal den Vergleich. Es haben sich wirklich ganz viele neue Früchte ausgebildet. Wenn ich hier mal so ein bisschen näher rangehe, dann sieht man hier den Czerny Prinz, also eine sehr leckere russische Fleischtomatensorte. Kann ich auch wirklich nur empfehlen. Haben wir auch schon viele große Exemplare von ernten können. Das denkt man jetzt gar nicht, wenn man hier die ganzen grünen Tomaten sieht, aber es reifen doch immer mal wieder welche aus. Nicht ganz so schnell wie ursprünglich gedacht, aber das ist ja vielleicht auch ganz gut so, weil sonst kann man ja kaum noch gegen anessen oder einkochen. Das wäre ja am Ende auch schade, wenn da zu viel zur selben Zeit ausreifen würde. Also bin ich eigentlich ganz froh, dass das hier so nacheinander geht. Und hier vorne kann ich euch auch noch mal zeigen, die Lila Luzi, die Chili-Sorte. Ich glaube, warum die so heißt, das ist selbsterklärend bei der Farbe. Die hat am Anfang wirklich diese lilafarbenen Früchte und dann werden sie so ein bisschen weißlich, reifen über gelb, orange, dann am Ende ab zu rot. Und ja, hier, apropos rot, es schimmert auch immer mal wieder so ein bisschen rot im Hintergrund. Das ist im Hintergrund die Harzfeuer, die jetzt schon neue reife Früchte hat. Und hier unten die Tigertomate. Nicht, dass ihr glaubt, die Tomaten sind schon abgefallen und liegen da einfach so auf dem Boden unten rum. Die wachsen tatsächlich da unten. Also diese Tomate hat so unfassbar viele Früchte gebildet, dass sie wirklich den ganzen Raum einnehmen. Und es ist aber tatsächlich auch nicht schlimm, denn ich mulche mittlerweile wirklich auch in den Töpfen hier konsequent mit Rasenschnitt, einfach um mehr Feuchte im Boden zu halten. Und deswegen ist es auch nicht schlimm. Also die Tomaten, die jetzt da auf dem Mulch aufliegen, die reifen ganz normal aus und vergammeln auch nicht dabei. Und im letzten Video hatte ich ja auch versprochen, nochmal euch über diesen Geiztrieb, der hier wächst, auf dem Laufenden zu halten.
Den habe ich also ganz normal ausgebrochen von einer Mutterpflanze, an die ich mich aber nicht mehr so richtig erinnere. Deswegen war ich nicht sicher, was aus diesem Geiztrieb werden würde. Mittlerweile ist klar, es wird keine Roxy-Tomate, sondern eine Cocktailtomate. Sieht man hier gut an den kleinen Früchten. Wahrscheinlich wird es eine Black Cherry. Und darüber freue ich mich auch besonders, denn die sind auch echt lecker. Und ja, wie man sieht, hat sich wirklich dieser Geiztrieb richtig gut entwickelt. Also das ist definitiv auch etwas, was man gut nachmachen kann. Also bevor man gut entwickelte Geiztriebe einfach wegwirft, kann man sie auch in Wasser bzw. in feuchte Erde stecken und einfach neue Tomaten draus ziehen. Ja, und jetzt werde ich mal ein bisschen was ernten. Das geht, glaube ich, besser, wenn ich die Kamera wegtue, denn mit einer Hand wird es jetzt ein bisschen schwierig. Aber wir wollen ja unser Erntekörbchen weiterfüllen. Im Erntekörbchen angekommen sind unter anderem jetzt diese beiden schönen Exemplare der Tomate Roxy. Das ist ja meine eigene Sorte sozusagen, weil die sich hier mal auf dem Balkon zufällig gekreuzt hat vor ein paar Jahren. Und seitdem gewinne ich immer wieder neues Saatgut aus den schönsten Früchten. Und ich finde, diese beiden sind genau richtig dafür. Also die werden mir das Saatgut fürs nächste Jahr liefern. Geschmacklich sind die wirklich gut und wie man hier sieht, sehen die ja der Roma-Tomate relativ ähnlich. Manchmal wachsen aber auch noch Exemplare an den Sträuchern, die eher an die Oxa-Tomate erinnern. Also die Zucht geht weiter. Und außerdem im Erntekörbchen sind jetzt zwei Exemplare von dem Czerny Prinz, dieser russischen Fleischtomate. Die hat sich hier sowohl im Gewächshaus als auch im Freiland bewährt. Ist recht frühreifend. Also man kann jetzt auch bei etwas widrigen Verhältnissen, wie wir sie jetzt zuletzt ja hatten, also es war ja hier viel nass, kalt und regnerisch, wenig Sonne und trotzdem sind die zuverlässig ausgereift. Wie schon gesagt, zum Glück nicht alle zur selben Zeit und da bin ich eigentlich ganz froh drüber, denn damit kann man ja manchmal auch nichts anfangen, wenn es zu viel auf einmal ist. Und so geht das immer schön nach und nach und man hat jeden Tag wieder was, was man ernten kann. So sieht es mittlerweile aus im Erntekörbchen. Zu den beiden eben beschriebenen Tomaten haben sich noch ein paar andere gesellt, nämlich von links nach rechts zähle ich das gerade mal auf. Links die kleinen runden, das sind die Tigertomaten, die allerdings in diesem Jahr gar nicht so richtig getigert sind. Und ehrlich gesagt weiß ich nur, dass es Tiger ist, weil ich die Tomatenpflanze beschriftet habe. Ich hoffe richtig, weil ein bisschen frage ich mich auch, warum die dieses Jahr so anders aussehen als sonst. Die beiden etwas größeren rechts daneben, das sind zwei Exemplare der Sorte Harzglut. Auch wirklich eine Sorte, die sich hier im Freilandanbau auch bei nicht ganz so tollen Bedingungen wirklich bewährt hat. Die kleinen gelben, das ist die Goldiana Cocktailtomate. Auch sehr süß, sehr lecker. Schafft es bei mir meistens nur wirklich vom Strauch in die Hand und dann in den Mund. Die kommt selten in der Küche an. Ebenso die Black Cherry Tomate, die kleine Cocktailtomate daneben. Ja, und rechts sind nochmal zwei große Exemplare der Sorte Czerny Prinz. Außerdem liegen oben noch zwei kleine Würzpaprika zwischen den Gurken. Das ist die Sorte Poromeo. Hat sich hier auch im Freilandanbau bewährt. Wächst im Gewächshaus aber auch gut. Wirklich einen Unterschied kann ich jetzt fast gar nicht erkennen, außer dass ich finde, dass hier im Freiland tatsächlich mehr Früchte dran sind. Ja, und die bereits erwähnte Aubergine hat es auch in das Körbchen geschafft. Von den Tomaten gehen wir mal weiter in die sogenannte Kistenecke. Hier hatte ich ja in einer alten Holzkiste eine Blumenwiese ausgesät. Das ist alles gut aufgegangen und dann ist aber auch hier der Kohlweißling eingeflogen, hat seine Eier abgelegt und zunächst haben die Raupen daran rumgefressen und jetzt sind es, glaube ich, auch die Erdflöhe, die da ihr Unwesen treiben. Also mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt. Was aber wirklich richtig gut gedeiht, ist ja mein vermeintlicher Hokkaido-Kürbis. Den hatte ich als solchen ausgesät, weil ich das Saatguttütchen entsprechend beschriftet hatte im letzten Jahr. Aber wie man deutlich sehen kann, ist dabei was ganz anderes rausgekommen, nämlich Zucchini. Gut, finde ich jetzt auch nicht schlimm, weil, wie man sieht, sind das schöne gestreifte Zucchini und hier haben wir auch gerade ein Riesenexemplar und das werde ich auch gleich mal abschneiden. Dies ist übrigens mein neuer Lieblingsplatz, die Liege im Halbschatten der Hecke und wenn ich mich da mal draufsetze, dann seht ihr auch gleich, warum das so ist. Denn
Von hier aus habe ich beste Aussichten auf die Hühner. Und hier vorne links, da seht ihr auch schon die kleine Frieda laufen. Rechts ist Gretchen, die ins Bild gewackelt kommt. Und am besten gehen wir mal rein und ich stelle sie euch mal vor. Hallo, ihr beiden. Wir erwarten jetzt natürlich schon wieder irgendwelche Leckerlis, weil immer, wenn ich mich ihnen nähere, dann glauben sie, ich komme nur, um sie zu füttern. Was oft auch stimmt. Na, ihr Süßen. Vielleicht kann ich sie auch hier gleich mal vorstellen. Das sind nämlich von links nach rechts Frieda, die Kleine, die gerade ins Bild gelaufen kam. Die Braune hier ist Gretchen. Daneben Elsbeth und hinten rechts ist Hedwig. Und damit ihr alle jetzt nicht zu enttäuscht sind, dass ich hier nur auftauche und mich hinhocke und ein bisschen blöd in der Gegend rum erzähle, werde ich ihnen jetzt mal ein kleines Leckerli geben, weil im Augenblick erkaufe ich mir ihre Zuneigung nämlich noch mit Mehlwürmern. Und wie gut das funktioniert, das zeige ich euch jetzt gleich mal. Hey, Chicas! Hey, Chicas! Hey, Chicas! Na, nicht hacken. Hey, Chicas! Hey! Hey, Chicas! Na, klappt doch super, oder? Versuche sie aber auch so ein bisschen darauf zu konditionieren, was leicht geht, weil sie fahren voll auf Mehlwürmer ab, wie man sieht. Weil mit der Methode möchte ich sie dann, wenn sie draußen im Garten laufen, auch wieder einfangen und ins Gehege bugsieren können. Und ich glaube, das wird funktionieren, weil für Mehlwürmer lassen die echt alles andere stehen und liegen. Hey, Chicas! Ja, und wer sich fragt, warum wir uns hier so viel Plastik in den Garten gestellt haben mit dem Hühnerstall, das wäre auch mein erster Gedanke gewesen, weil ich natürlich immer dachte, ich hätte einen schicken, was heißt schick, so einen richtig schönen traditionellen Hühnerstall aus Holz, so wie sich das gehört in Häkchen. Und ja, irgendwann sind wir aber auf dieses Modell der Firma Omelette, und das ist jetzt keine Schleichwerbung, also ich kriege dafür nichts bezahlt. Ich bin nur ziemlich überzeugt von dem Konzept, weil das lässt sich auch in kleinen Gärten gut bewerkstelligen. Man hat einen wirklich ein- und ausbruchssicheren Stall mit ein bisschen Auslauf, auch für den Fall, dass vielleicht mal Stallpflicht kommt. Und man hat vor allen Dingen einen leicht zu reinigenden Stall. Also in dem Kunststoff können sich einfach keine Milben festsetzen, die ja doch den Hühnern sonst mächtig zusetzen können. Es kann ja bis zum Tode führen, das ewige nächtliche Aussaugen des Blutes aus den kleinen Hühnerbeinen. Ja, und so haben wir uns tatsächlich für diesen Stall aus Kunststoff entschieden, weil der, wie gesagt, leicht zu reinigen ist und weil er vor allen Dingen gar keine Möglichkeiten bietet und keine Ritzen, in denen sich diese Milben festsetzen könnten. Ja, und die Hühner scheinen sich auch ganz wohl drin zu fühlen. Also wir haben erst gedacht am ersten Tag, wir müssten da so ein bisschen nachhelfen, aber kaum war abends die Klappe auf, da wollten sie eigentlich auch schon rein, und seitdem ist das ihr Zuhause und sie fühlen sich da offensichtlich ganz wohl drin. Weiter ist auch noch ganz gut, der Stall ist isoliert, das heißt, der ist dann im Sommer nicht zu heiß und vor allen Dingen im Winter auch nicht zu kalt, sodass sie da, glaube ich, ganz gut das ganze Jahr drin über bleiben können. So, und ihr pickt mir jetzt bitte nicht mein Kabel an, weil sonst haben wir hier Sendepause. Ihr Süßen, komm. Hey, Chicas. So, jetzt gut. Ihr sollt euch nicht überfressen. Na? Hey. Ja, alles gut. So. Und ich kann euch auch noch mal was zeigen, weil mittlerweile sind sie tatsächlich schon einigermaßen zutraulich geworden. Besonders hier die kleine Frieda. Die lässt sich nämlich auch schon mal ganz gut hochnehmen und greifen. Protestiert nur sanft. Ja, da ein bisschen lauter, ne, sogar. Ja, alles gut, alles gut. Aber man muss sie gar nicht groß festhalten, sondern sie lässt das auch so schon mit sich geschehen. Na, Süße? Alles gut. So, alles gut, alles gut. Na, lauf. Ich bleibe hier nicht so sitzen, wir sind auf Sendung. Ja, und das macht wirklich echt Freude mit den Vieren.
Und die haben auch alle tatsächlich einen ganz unterschiedlichen Charakter. Und man sieht das auch ziemlich schnell. Und ja, wie man sieht, sind sie jetzt ganz zutraulich geworden, aber natürlich verbinden sie mich auch immer mit irgendwelchen Leckereien und mit Futter. Ne, ihr Schätze? Hey, du lässt dich ja auch schon mal anfassen. Du lässt dich auch schon mal anfassen. Das ist ja gut. Ja. Das macht er jetzt nur für den Film, ne? Aber freut mich ja, dass es so schön läuft mit euch. So, Mädels. Weiter geht's mit dem Gartenrundgang. Von der Hühnerbande gehen wir jetzt mal weiter ins Gewächshaus. Hier wachsen ja in erster Linie auf der linken Seite die Tomaten. Hier hatte ich ein bisschen mit Kraut- und Bräunfäule zu kämpfen, ausgehend von einer nicht ganz gesunden Roxy-Tomate. Die habe ich mittlerweile auch schon entfernt. Das ist dann so ein bisschen übergesprungen auf eine benachbarte Pflanze. Deswegen ist sie auch so kahl. Das ist eine Harzgluttomate, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, sie rauszureißen, weil die jetzt wirklich schon so viele rote Früchte dran hatte. Und noch schlägt sie sich so einigermaßen wacker. Aber ich denke mal, auch ihre Tage sind gezählt und dann ist hier auch wieder ein bisschen mehr Platz. Das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich machen musste in diesem Jahr. Das war einfach schlicht und ergreifend zu eng gepflanzt. Am Anfang denkt man ja mal noch, man hat allen Platz der Welt, wenn die Pflanzen zu klein sind. Und dann sieht man später, was daraus wird, nämlich dieses hier. Und ja, dann ist es einfach zu eng. Es wird zu feucht. Und dann hat natürlich die Kraut- und Braunfäule auch gute Bedingungen. Ich habe es ganz gut im Zaum gehalten mit regelmäßigen Besprühen mit Knoblauchsud. Das hat den Pilz so einigermaßen unter Kontrolle gebracht und die restlichen Tomaten sehen doch einigermaßen gesund aus. Und wo ich gerade die Kamera drauf halte, das ist hier die Schokotomate Sacher und davon können wir auch gleich mal was ins Erntekörbchen tun. Hier unten kann ich euch noch mal ein weiteres Exemplar der Chili Lila Luzi zeigen. Das hat interessanterweise im Gegensatz zu der Freilandpflanze diese typischen lilafarbenen Blätter nicht entwickelt aufgrund anderer Lichtverhältnisse. Hier kommt ja im Gewächshaus doch deutlich weniger UV-Strahlung an und offensichtlich braucht sie das für diese Blattfarbe. Die Früchte sind allerdings hier im Gewächshaus schon ein bisschen weiter und da sieht man das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, nämlich dass sie zunächst mal lila sind die kleinen Früchte, dann werden sie so ein bisschen weißlich, wie hier bei diesen beiden da in der Mitte und reifen dann über gelblich, orange nach rot ab. Bei rot sind wir jetzt noch nicht angekommen, aber vielleicht gibt es das ja im nächsten Video zu sehen. Unten im Beet, da reifen gerade die letzten Kohlrabis und daneben sieht man die Edamame. Die kommt mir allerdings hier im Gewächshaus auch sehr blass vor. Also ich glaube, die müsste eigentlich auch ein bisschen grünere Blattfarbe haben. Also ich glaube, dass war jetzt in diesem Jahr aus Platzgründen ein Versuch im Gewächshaus, aber das werde ich auch nicht wiederholen. Ich glaube, die ist im Freiland besser aufgehoben. So langsam sieht man auch die ersten Schoten, in denen sich diese Sojabohnen ausbilden. Und letztendlich werden die ja noch unreif geerntet. Man kann sie dann für 5 Minuten in Salzwasser kochen und auch nochmal mit grobem Meersalz bestreuen. Danach kann man sie entweder rauspulen, die Bohnen, was natürlich mühselig ist, oder einfach so mit den Zähnen aus der Schale ziehen. Denn die Schale wird nicht mitgegessen. Also ich bin da echt mal gespannt drauf. Ich habe das auch noch nie gemacht. Und wenn ich es zubereitet habe, dann versuche ich mal dran zu denken, ein Bild zu machen, dass ich euch das dann wenigstens beim nächsten Mal zeigen kann. Ja, und hier daneben, da ist die Gurke, die Schlangengurke Arola. Und die ist jetzt wirklich richtig schön in die Höhe geklettert und hat hier auch ein ziemlich großes Exemplar, was sich ja, quasi wie abgelegt hat. Das hängt da so ein bisschen im Gurkennetz ab. Aber nicht mehr lange, denn ich werde es jetzt ernten. Und das ist doch mal ein richtiges Prachtexemplar, oder? Gehen wir mal weiter zu dem eigentlichen Gemüsebeet. Wie man sieht, wächst und gedeiht hier auch alles ganz ordentlich. Auch hier haben die Kohlweißlinge und da flattert auch gerade schon wieder einer. Ganz schön ihr Unwesen getrieben, was man hier vorne an dem Palmkohl vielleicht ganz gut sieht. Also die unteren Blätter sind noch mächtig angenagt, aber jetzt hat das irgendwie geschafft, schneller zu wachsen, als die Raupen ihn auffressen können. Und das
finde ich gut. Hier vorne der Mangold, der ist auch nicht so richtig geworden in diesem Jahr. Ich glaube, die Witterungsbedingungen waren nicht so die tollsten. Wir hatten große Temperaturunterschiede und der ist einfach schnell geschossen und hat sehr schnell geblüht. Hier vorne sieht man es auch schon wieder, dass schon wieder Blütenstände angesetzt sind. Ja, und das ist schon der nächste Kohlweißling. Herzlichen Glückwunsch. Aber dem Sellerie kann er irgendwie nichts anhaben. Der wächst hier vorne sehr gut. Da im Hintergrund der Staudensellerie ebenfalls. Diese hohen Pflänzchen, das ist der Sommerporree. Der hat sich nicht ganz so entwickelt, wie ich dachte, aber das lag vielleicht auch ein bisschen am Platzmangel, weil die Möhren, die daneben stehen, die haben so ziemlich jeden Raum eingenommen. Aber dafür sind das auch tolle Exemplare geworden. Und ich ziehe mal gleich welche aus dem Boden. Ich habe jetzt tatsächlich mal nur ein Exemplar aus dem Boden gezogen, weil die Größe hat mich selber ein bisschen überrascht. Die ist nämlich echt riesig geworden. Das ist ein Exemplar der Sorte Purple Haze. Die Möhre mag ich besonders, nicht nur wegen der Färbung, sondern auch wegen ihrem ja, richtig intensiven Mohrrübengeschmack. Und dass das jetzt so toll geklappt hat, finde ich super, denn der erste Versuch im Gewächshaus war kläglich gescheitert, wahrscheinlich aufgrund von nicht ganz so guten klimatischen Bedingungen und großer Temperaturunterschiede Anfang des Jahres. Aber mit den Freilandmöhren, sowohl in den Hochbeeten als auch hier im Quadratbeet und auch im normalen Beet haben wir einfach Glück gehabt. Und die sind auch nicht großartig angefressen von Flöhen, Ameisen und sonstigem Getier. Also das ist jetzt wirklich mal was, was richtig gut ist. Und über das Mohrengrün freuen sich dann sowohl die Hühner als auch noch die Meerschweinchen der Nachbarn. Dafür erlebt man an anderer Stelle dann mal wieder Überraschungen. Dies hier ist nämlich die Möhre Rothild und die sollte eigentlich auch groß und lang sein und ja, wie man sieht, ist sie das nicht. Die eine ist auch ein bisschen angefressen, also habe ich den Tag doch ein bisschen vor dem Abend gelobt, aber insgesamt ist das immer noch ganz gut und ich freue mich auch über diese Ernte. Hier rechts neben der Möhre Rothild stehen noch ein paar Exemplare der roten Beete Robuschka. Auch wirklich eine tolle Sorte, die hier unten im normalen Gemüsebeet fast besser geworden ist als im Hochbeet auf der Terrasse. Wahrscheinlich, weil sie hier mehr Sonne oder ein bisschen mehr Platz hatte. Und davon werde ich auch noch mal gleich ein Exemplar ernten. Es sind dann doch zwei Exemplare geworden, weil das eine, wie man hier sieht, doch schon ein bisschen angenagt ist von was auch immer. Aber da kann man ja zum Glück ganz gut drumherum schneiden mit dem Messer. Ich zeige euch jetzt gerade noch mal den Rest des Gemüsebeets. Hier wachsen einmal noch ein paar Ringelblumen, mit denen man auch immer ganz gut Salate dekorieren kann oder die Teller schön anrichten. Oder auch mal eine Ringelblumensalbe machen. Daneben steht der Winterwürsing. Auch der hat sich jetzt so langsam berappelt. Er wird ein bisschen bedrängt hier von der Kapuzinerkresse. Da muss ich mir vielleicht noch was überlegen, weil der Winterwürsing ist also schon was, was ich dann gerne im Herbst noch ernten möchte. Im Hintergrund sieht man die Buschbohne Amethyst. Die haben wir gestern Abend zum ersten Mal geerntet. Das kann ich euch gleich noch mal auf einem Bild zeigen. Ja, und das war gerade so eine Handvoll, die ganz gut als Gemüsebeilage gereicht hat. Die Eier waren jetzt noch nicht von unseren Hühnern. Die brauchen, glaube ich, noch ein paar Wochen, vielleicht auch noch so 2, 3 Monate, bis sie das erste Mal legen. Aber dann hätten wir sogar mal so eine komplette Mahlzeit aus dem eigenen, ja, letztendlich auch nur 300 Quadratmeter großen Garten. Und das ist eigentlich ein tolles Gefühl. Fühlt man sich wirklich fast wie ein Selbstversorger. Ja, und wie man sieht, wachsen hier auch schon wieder kräftig neue Bohnen nach. Die werden übrigens beim Kochvorgang dann grün und sehen am Ende aus wie ganz normale Buschbohnen, haben aber auch einen sehr intensiven Bohnengeschmack. Und weiter gehen wir mal zu den beiden Zucchini, die hier im Garten stehen. Die hatten auch kräftig mit Mehltau zu tun, aber auch hier hat diese Mischung aus Milch und Wasser sehr gut funktioniert. Und wie man sieht, ist hier ja auch schon wieder ein großes Exemplar dran und auch das wird gleich mal in das Erntekörbchen wandern. Vorher mache ich aber diesen Rundgang jetzt noch eben zu Ende, damit wir nicht laufend unterbrechen und zeige euch nochmal hier die Pfefferminze, die jetzt gut angegangen ist. Dahinter blüht wunderbar der Gartenknoblauch
Und auch drei Zwiebeln stehen mittlerweile fast in voller Blüte. Die habe ich jetzt einfach mal stehen gelassen, weil die hatten diese Blütenstände ausgebildet und ich finde sie schön. Und die Zwiebelernte ist üppig ausgefallen. Insofern konnten wir auch auf diese drei Exemplare verzichten. Ein schöner Hingucker im Gemüsebeet sind auch hier diese Dahlien, die jetzt alle aufgegangen sind und die Ringelblumen, die hier noch stehen. Die Heidelbeere ist leider nichts gewesen in diesem Jahr. Die hat eine einzige Blüte ausgebildet und aus der ist nichts geworden. Aber ich denke mal, die muss erst mal an ihren neuen Standort ankommen, denn die hatten wir ja im Frühjahr verpflanzt und das fand sie, glaube ich, nicht so toll. Ja, und hier sieht man nochmal die Erdbeeren. Die sind jetzt frisch gemulcht mit Rasenschnitt, einfach weil hier so viel Beetfläche sonst der Sonne ausgesetzt gewesen wäre. Man sagt ja, Erdbeeren sollte man nach der Ernte eine Handbreit runterschneiden. Da war ich ein bisschen spät dran. Sie hatten schon neu ausgetrieben. Ich habe dann einfach die alten Blätter entfernt und das ist auch relativ eindeutig, was man da wegschneiden muss und was nicht. Und eine ist leider irgendwie verschwunden, wodurch auch immer. Ja, vielleicht auch mal wieder ein Fraßfeind zugange oder irgendetwas anderes. Aber die bilden ja so viel Ausläufer immer, die Erdbeeren. Und ein paar davon habe ich jetzt bewusst stehen gelassen, um eben genau solche Lücken auch wieder zu schließen. Die Johannisbeeren sind mittlerweile abgeerntet. Was ich daraus unter anderem gemacht habe, zeige ich euch am Ende des Videos nochmal. So ein paar Beeren habe ich hängen gelassen, einfach weil ich festgestellt habe, dass zumindest einige Hühner die auch ganz toll finden. Komischerweise nicht alle. Also Elsbeth ist da ganz wild drauf. Die anderen finden es immer nur dann spannend, wenn sie gerade was im Schnabel hat. Dann wollen es alle anderen plötzlich auch. Aber ansonsten ist Elsbeth die einzige, die voll drauf abfährt. Und deswegen gibt es jetzt noch ein paar Tage lang immer mal so eine Handvoll Beeren. Und von hier aus gehen wir mal so langsam zurück zur Terrasse. Die kann ich euch jetzt hier im Bild nochmal zeigen. Davor das Staudenbeet, da blüht hier links noch die weiße Strauchrose. Dahinter der Phlox hat eine ziemlich irre Farbe. Und auch der Lavendel steht noch in voller Blüte und ist so ein richtiger Hummel- und Bienenmagnet. Und das macht auch mal Spaß, da einfach zu sitzen und nur die Insekten anzugucken und ihnen zuzuhören. Damit sind wir auch fast am Ende angekommen. Ich hoffe, dieser kleine Ernterundgang hat euch gefallen. Und wie ihr seht, ist der Korb auch richtig gut gefüllt. Und ich wollte euch ja auch noch zeigen, was ich aus den Johannisbeeren gemacht habe. Da habe ich nicht nur Gelee gekocht, sondern auch Johannisbeersirup. Und das ist mit einer Scheibe Zitrone drin und mit Wasser aufgegossen. Wirklich so richtig erfrischend und sehr, sehr lecker. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.